Heute nehmen wir einen iMac aus dem Jahr 2010 und bauen ihn in einen schicken externen Monitor um. Obwohl der Computer darin langsam veraltet ist, ist das Displaypanel immer noch von hoher Qualität und viel zu schade, um es einfach wegzuwerfen. Um den iMac zu öffnen, müssen wir zuerst das vordere Glas abheben, das tatsächlich nur von Magneten am Rand gehalten wird. Darunter befindet sich das Displaypanel, das wir vorsichtig abschrauben und beiseite legen. So, jetzt geht es darum, einfach alles auszubauen, was wir nicht brauchen. Okay, jetzt schraube ich jede Schraube aus. Ich sehe, steht die weg. Ich habe gerade gesehen, dass man noch das aufmachen kann. Ich glaube, der Arbeitsspeicher steckt dahinter. Als nächstes trenne ich alle Stecker. Das ist das Netzteil, vielleicht benutze ich es noch. Hier muss man aufpassen, keinen Stromschlag zu bekommen. Auch wenn es nicht angeschlossen ist, können Kondensatoren noch geladen sein. Das Mainboard ist riesig, aber wir brauchen es nicht mehr. Wow. Das ist die neue Stromsteuerung für das Display. Die werde ich nicht benutzen. Ich werde versuchen, die Originale zu verwenden, weil damit das Display heller ist. Also fange ich damit an, das Netzteil und den Displaytreiber wieder einzubauen. Indem ich das originale Netzteil nutze, kann ich auch den originalen Netzstecker wieder verwenden. Jetzt schließe ich noch die Kabel an, das sind die Originalkabel. Ich versuche schon seit einer Stunde dieses Netzteil anzumachen und es lag eigentlich nur daran, dass ich dieses Kabel benutzt hatte und der hatte einen Wackelkontakt. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Original eingesteckt. Und jetzt geht's. Ich habe auch herausgefunden, dass man Pin 2 und 3 von diesem Netzteil verbinden muss, damit es überhaupt erst angeht. Ich habe mich entschieden, das Kontrollboard unten zu montieren, sodass das HDMI-Kabel von der Unterseite aus angeschlossen werden kann. Dafür muss ich jedoch passende Öffnungen in den Arbeitsspeicherdeckel machen. Ich bohre und schleife ein weiteres Loch für einen Schalter, der das Netzteil ein- und ausschalten soll. Leider habe ich es nicht geschafft, die originale Display-Driver-Platine mit dem neuen Controlboard zu betreiben. Ich habe nach 3 Tagen Rumexperimentieren aufgegeben, weil ich einfach keinen Plan von der Sache habe und ich auch gestresst war, immer neben einem unter Spannung stehenden Netzteil zu arbeiten. Falls jemand weiß, wie das geht, schreibt das gerne in den Kommentaren. Ich habe jetzt die 2 Platinen auf 2 kleinen Platten drauf gemacht, um sie im iMac zu befestigen. Ich habe zuerst diese Platte aus Holz gemacht, aber dann habe ich das entdeckt. Das sind so Plastikecken. Und die sind irgendwie sehr gut dafür geeignet. Genau, und hier kann man das einfach hier dazwischen mit 2 Schrauben befestigen. Ja, und hier nur mit einer, aber das passt schon. Und auf der Seite wird es mit 3 Schrauben befestigt. Die Platine ist leicht schräg montiert, um das HDMI-Kabel besser einstecken zu können. Kann man hier einstecken. Ist ein bisschen schwer zu finden, aber ich denke, das ist schon okay. Ja, jetzt habe ich's. Die Knöpfe für das Kontrollboard habe ich an der Unterseite befestigt. Also jetzt schließe ich das Display erstmal einmal an. Nach einem kurzen Test, um sicherzustellen, dass alles funktioniert, setze ich das Displaypanel endgültig ein. Genau, und jetzt muss man schön alles einstecken. Anschließend reinige ich das Display gründlich. Die Vorderseite des Displays ist anfällig für Kratzer, weil sie aus Plastik ist. Daher muss man dabei besonders vorsichtig sein. Es war schwer, den ganzen Staub zu entfernen, aber letztendlich habe ich kurz bevor ich das Glas wieder eingesetzt habe, mit dem Kompressor das meiste davon weggepustet. Ich habe schon lange einen externen Monitor haben wollen und es freut mich sehr, dass ich diesen iMac weiter nutzen kann. Denkt daran zu liken und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.